Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Zdebi, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge Trainsim World 2. Schön, dass du wieder da bist. Willkommen auf dem Bahnhof Queen's Park. Dies ist ein Zug, der Richtung Süden nach Elephant in Castle fährt und dort endet. Dementsprechend, ja, es regnet heute mal nicht, also wir müssen uns hier keine Horrorfilme wieder hier zusammenschneiden hier mit diesen furchtbaren, furchtbaren Scheibenwischer. So, also Elephant und Castle. So, dann müssen wir jetzt erstmal hier soweit den Schlüssel reinstecken, uns wieder hinsetzen, Türen öffnen, Fahrgäste einsteigen lassen. So, vorwärts, genau. So. Dann brauchen wir das Ventil, können wir lösen. So, warten bis 15:30 Uhr, können wir hier schon schließen die Tür. Und los geht's. Och. Das war schon deutlich weiter, als der da oben eigentlich ist. Warte mal. So, drücken Sie ja. So, eigentlich alles, was wir schon gemacht haben. Hatten wir schon. Wollen wir gerade gucken. So. So, dann Türen rechts auf. Fahrgäste einsteigen, bitte. Danke. Ja, somit sind wir jetzt schon jeweils im dritten Szenario von jedem. Insgesamt gibt es ja 5 an der Zahl. Und, ja. Ist nicht mehr allzu viel zu tun hier. Mal gucken. Ich meine, es gibt ja dann noch die ganzen anderen Aufgaben, die wir dann eventuell noch machen können. Oh, was ist denn jetzt hier los? Das kann ich ja nicht nur noch aufmachen hier. Dann wäre jetzt noch eine ganze Minute. Was ist denn hier los? Warum müssen wir denn jetzt hier so lange warten? Ja, ja. Ich setze mich ja schon. Ja, piep mal. Piep. Piepe, was das Zeug hält. Naja, gut. Müssen wir jetzt wohl warten. Kann man jetzt nicht ändern. Es gab auch zur Zeit, glaube ich, meiner Meinung nach kein neues Update für Trainsim World oder sowas. Ja, dass man da irgendwie mal sagen könnte, gab es hier was Neues. Also alle Fehler, die bis seit der Release-Version drin sind, die sind immer noch drin. Aber im Großen und Ganzen läuft es ja eigentlich. So.
So, dann Türen auf, stehen ein bisschen davor, naja. Also, du musst zwar immer ein bisschen vorne halten, wo die Monitore sind, aber es geht doch. Na, ein normaler Mensch könnte sich auch nach vorne, also so zur Seite beugen, so, ne? Oh, die Tür verriegeln, wir können sofort weiter. Perfekt. Sagen. So. Alles reinsteigen. Warte, so ist das. Ich finde, hier hast du halt relativ wenig Abwechslung, ja. Zum Beispiel bei der letzten ICE-Aufgabe, wo du halt so ein Unwetter hattest da, oder was da war. Das war schon ziemlich cool gewesen, ja. So.
So, wenn das mal nicht perfekt hier abgestellt ist. Schade ist, wie gesagt, ist ja auch, dass der Zug hier überhaupt nicht drin vorkommt irgendwie. Ne, das ist ein bisschen schade. Aber naja. Bis 40:30. War ein paar Sekunden zu spät hier, aber naja, kriegen wir trotzdem hin. Blaue Periode von 91 bis 95, das ist eine Gallery. Ah ja. Jetzt kommt wieder meine Baker Street. Und für nächstes Jahr haben sie ein neues Sherlock Holmes Spiel angekündigt. Ah, ich liebe diese Spiele. Bin zwar nie dazu gekommen, die irgendwann zu spielen, obwohl doch, das Testament von Sherlock Holmes habe ich gespielt und der Nachfolger davon, ne, die habe ich gespielt, also jetzt hier irgendwie The Devil's Daughter bin ich noch nicht dazu gekommen. Jetzt kommt ja nächstes Jahr 2021 wieder ein neues raus von Frogwares und ja, das muss ich mir wieder angucken. Blöd halt mir nur, es ist scheinbar wieder so in so einem blöden Episodenformat aufgebaut. Also wer so ein bisschen so auf Adventure steht, so ein bisschen Rätseln und alles was, da kann sich die Spiele echt mal gut angucken. Die sehen auch echt gut aus. Dafür muss man mal sagen, dass das halt so ein, ja, eher kleines Studio ist. So, und die Türen auf. Die gute alte Baker Street. Das wäre auch mal so ein Ausflugsziel, wenn ich irgendwie mal nach London irgendwo mal Urlaub machen sollte. Na, weil vielleicht Tochter mal dahin möchte oder irgendwie sowas. Also wäre es auf jeden Fall mal so ein Ausflugsziel dahin. Ja, einfach gefühlt gar nichts. So, Emergen, hallo, Licht ist an, hier hoch,
Wundervoll. Wundervoll. Also wir liegen extrem gut in der Zeit hier heute. Oder der Fahrplan hier, der ist natürlich sehr großzügig. Das kann natürlich auch sein. Sehr schön, Oxford Zirkus. Toll. Dum-da-dum. Ja. Ich bin mal gespannt, was uns dieses Jahr echt noch erwartet. Ja, schon drüber so ein bisschen gesprochen gehabt. Was ja noch so alles kommt, jetzt so in diesem Jahr. Und das sind echt noch Titel, wo ich mir so denke, so wow. Also damit hätte ich auch gar nicht mehr gerechnet. Wenn ich ganz ehrlich bin. Aber sie kommen. Auf jeden Fall wieder ein Grund, worauf man sich wieder freuen kann. Nachdem ich ja gesagt hatte, nach Flight Simulator oder auch Train Sim World 2 gibt es nichts mehr, kommt nichts mehr, was einen noch so interessiert. Vielleicht noch ein DLC, der vielleicht nicht angekündigt wurde oder sowas, ja, okay. Aber so im Großen und Ganzen, so an fertigen Spielen oder sowas. Ja, da war die Gamescom natürlich doch ein bisschen überraschend gewesen. Muss ich was schon hätte irgendwie denken können. So. Führerstandsventilatorgeschwindigkeit. Ciao.
Charing Cross. Okay. Kommst jetzt hier gerade ein bisschen langsam schleppend voran hier. Ja, ich bin auch gerade mal wieder dran, ne? Mich mal wieder mit dem Dings auseinanderzusetzen, hier mit dem Simulator von TMS Studios mit World of Subways 4. Ja, das ist vielleicht der Kunst, ey. Damit zu fahren, ey, holla die Waldfee. Bremsen bitte. Danke. Ja, einsteigen lassen. Ich finde es ein bisschen schade, dass man hier echt nichts machen kann hier, wa? So ein bisschen Rumspielerlin oder irgendwie sowas hier. Ja, bis es regnet es nicht. Waterloo. Klar, los geht's. Aber ist ja schon wieder ein 200, der hat sich schon wieder auf 25 runterbremsen. Meine Güte, das ist ein bisschen lästig hier. Ein bisschen gerade abgelenkt. Naja. Haut schon hin, passt schon. Naja, guck mal, die erste Tür ist noch drin. Nur wir stehen ein bisschen drüber. Das ist okay. Schon wieder Frosch im Hals hier, Mann.
Ja, war da bei euch irgendwas bei der Gamescom mit bei gewesen? Also ich habe mir hier ein paar Titel aufgeschrieben, auf die ich mich schon sehr freue. Einige erscheinen noch dieses Jahr, andere natürlich auch erst nächstes Jahr. Aber da ihr wisst, dass ich ja auch nicht einfach nur so ein normaler Zocker bin, also hier so Simulation, ich spiele auch gerne noch normale Spiele. Wie man das so schön sagen kann, ja. Waren auf jeden Fall ein paar Titel dabei gewesen, die mich echt überrascht haben. Ja, also. Ich glaube, mein absoluter Favorit war tatsächlich Unknown 9. Ja, der sah so mysteriös aus, dieser Trailer. Und gleich diese Musik wieder im Hintergrund, großartig inszeniert wieder. Ja, ansonsten, klar, haben wir Mafia und alles, was ja noch diesen Jahr, also jetzt hier alles noch rauskommt. Aber so wirklich so, bei all den Spielen, die sie vorgestellt haben, hast du halt einfach gesehen, die Leute wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Das ist mittlerweile echt wie bei der Filmbranche, ja, dass die wissen nicht mehr, was sie für Filme machen sollen. Und da werden jetzt einfach uralte Filme genommen, die es halt schon gefühlt vor 20 Jahren, 30 Jahren gegeben hat. Die werden jetzt wieder alle neu auferlegt. Fantastisch. Und so ist es halt auch hier bei den Spielen natürlich, ja. Das merkst du. Wieso verbremse ich mich denn jetzt hier ständig? Was ist denn los jetzt? Zeit für Feierabend. das merkst du halt auch, ja. Dass den Leuten da halt nichts mehr entfällt. Und dabei gibt es so viel Zeug, was einfach mal noch nicht angetastet ist, ja. Ich meine, klar, jetzt freut man sich nicht über jedes Spiel, was rauskommt und was weiß der Geier. Aber ich finde, das, was jetzt zum Beispiel gerade Dings jetzt hier macht, hier, View App, eigentlich komplett richtig. Es gibt halt keine andere Simulation. Und was macht man stattdessen? Ja, man geht natürlich dahin, was noch sehr unberührt ist, der Markt halt, ja, und versucht dementsprechend da natürlich Fuß zu fassen. Was komplett sinnvoll ist halt, ne, für jedes Entwicklerstudio. Deswegen können wir auf jeden Fall noch mal gespannt sein, was uns, ob es da, was ist jetzt los? Ob wir da noch irgendwie was erwarten können? Oder ob sich Lotus gleich von vornherein schon wieder komplett behaupten kann? Also bis dahin ist ja auch noch Zeit, also das heißt, Lotus könnte natürlich auch noch ein bisschen nachlegen, ja, um halt, Tramsim vielleicht früher auszustechen. Aber ich glaube nicht, dass sie da jetzt so schnell was im Petto haben. Dass sie so schnell liefern können. Auf jeden Fall wird das halt mega, mega interessant. Halt diese ganze Thematik rund um den Straßenbahn-Simulator hier auf dem PC. So, Endhaltestelle Elephant and Castle. Das Wort, Leute. Ich würde gerne mal eure Meinung dazu einfach mal unten in die Kommentare posten. Was sagt ihr dazu? Wird Lotus einfach haben oder seid ihr der Meinung, Lotus wird schwer haben? Dann nutzt ihr da mal die Kommentarfunktion da unten in der Videobeschreibung. So. Wow. Jo, wir haben ein Plakat angebracht. Mensch. Danke fürs Abschließen der Fahrt. Aha. Eine Streckenkarte haben wir hinzugefügt. Müssen wir mal machen, wenn wir mal hier im Livestream sind oder sowas. Wenn wir mal hier die ganzen Haltestellen mal hier so abchecken. Leute, ihr seht, das war's schon wieder. Das war wieder eine weitere Folge Trains and World hier wieder auf ÖPNV-Simulation. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, schreibt's gerne in die Kommentare und sonst sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal hier wieder, wenn's weitergeht. Nächste Woche mit einer weiteren Folge Trains and World. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss und bis denn.